Willkommen hier zu unserer F1 22 Megaseason. Wir sind hier im königlichen Park von Monza, der ältesten Strecke im Kalender. Schon immer, seit Formel 1 Beginn, ist diese Strecke im Kalender. Abonniert den Channel gern kostenlos, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. 5,7 Kilometer, 11 Kurven und 2 DRS-Zonen machen es zu der High-Speed-Strecke schlechthin hier. Also wirklich, damals gab es ja die kompletten Schikanen wie Lesmo und auch Kurve 1, 2 nicht. Da wurde alles Fullspeed durchgefahren, aber dennoch heute auch noch eine richtig anspruchsvolle Strecke für den Motor generell. Und natürlich sind wir wieder mit unserem Charles Leclerc unterwegs. Ich bin natürlich die Charles Leclerc-Kopie auf Wish und aus dem Training raus hier möchte ich natürlich alles zeigen, was wir hinbringen. Und wie immer müssen wir uns noch ein bisschen an Setup rantasten. Frontflügel, glaube ich, bin ich 0,5 gefahren, also wirklich ganz, ganz auf Fullspeed, gibt da wenig Kurven, deswegen auch der riesen Topspeed von 341 ohne Hotlap, ohne Überholen und so weiter, also da geht noch mehr. Ich denke mal, wir werden an den 350 auf jeden Fall kratzen im Qualifying, aber ja, das kann auf jeden Fall sehr spannend werden und wie gesagt, im richtigen, gerade aktuell, da geht es auch richtig ab mit den Strafen. Verstappen gefühlt das halbe, also es hat fast das halbe Fahrerfeld Strafen kassiert. Und ich weiß natürlich nicht, wie viel es bis zum heutigen Qualifying und so weiter sind. Also das können, oder nach dem Qualifying und so weiter, da kann noch viel mehr kommen. Aber von Bottas über Hamilton, Verstappen, Sainz, sogar Sainz im Heimrennen, ist natürlich echt traurig. Also jedes Team hat es dann mindestens einen Fahrer erwischt. Wir haben dann auch Perez und so weiter. Aber jetzt gehen wir hier mal auf eine Runde. Full Speed Turn 1 und das ist für mich auch die schwierigste Kurve generell, weil das echt schwierig ist einzusehen, man muss echt spät bremsen, aber manchmal ist es zu spät, man hat auch gesehen, dass da oft Reifen stehen bleiben, also Vorderräder stehen bleiben, das ist blockieren halt und auch hier, das ist eine schwierige Kurve, da hatten sich Hamilton und Verstappen mal aneinander gekriegt, aber auch Verstappen und Hamilton hatten hier auch schon mal ihren Moment. Dann Lesmo 1, Lesmo 2, ganz, ganz wichtig. Ein bisschen ins Gras gekommen, aber trotzdem Full Speed hier raus. Eine tolle Kurve und du kannst hier so viel Zeit gut machen. Dann geht es hier auf die Ascari-Schikane. Eine sehr tolle Schikane, wirklich richtig cool. Hier kannst du auch vieles gut machen, aber auch vieles falsch machen. Gerade beim Rostbeschleunigen, am Anfang die Kurve sehr eng, aber dann macht sie richtig auf und da musst du auch den kompletten Schwung mit rausnehmen, weil hier gibt es kein DRS. Könnte man auch noch machen, eine DRS-Zone. Und auch hier raus aus Parabolica. Natürlich auch, wer sich noch früher an die Steilwände erinnert, einfach nur toll hier. Die Strecke hat Geschichte pur und das spürt man hier mit jeder Faser. Auch das spezielle Ferrari-Design, das auch in Formel 1 hier kommen wird, aber leider meiner Meinung nach ein bisschen zu spät. Also das komplette Wochenende wird schon mit dem Design gefahren und am Montag kommt es dann erst zum Download am 12. September. Ist ein bisschen sehr spät, finde ich. Also man hätte da vielleicht das schon am Fuß. Also das Design ist auch schon seit Dienstag oder so bekannt. Mittwoch, Dienstag. Und da hätte man es echt ein bisschen besser machen können. Wir sind hier in unserer Qualifying Pace Runde und die sollte eigentlich drin sein. Eine 1:21.8. Da hatten wir schon andere Runden gesehen. Abkürzen, ja. Ihr habt es richtig gesehen. Ich bin Einfahrt. Einfahrt Ascari lädt aber auch sehr, sehr ein, zu früh einzulenken. Und ja, man sollte den Körper eigentlich gar nicht berühren, aber wenn du dann mal drauf bist, ja, dann musst du auch weiterfahren und das ist echt schwierig hier. Auch die Parabolica, die in Wirklichkeit mehr Kies hat wie hier im Game, also da hat es mich echt gewundert. Da gibt es so einen halben Meter Grünstreifen, und also so ein Gras und der Rest ist komplett wieder Kies. Also die Parabolica wirklich sehr toll und jetzt willkommen hier im Qualifying zum großen Preis von Italien. Hier in Monza, sehr, sehr schöne Strecke, 1922 erbaut, 5,7 Kilometer, 11 Kurven und nur 2 DRS-Zonen. Meiner Meinung nach hätte es vielleicht sogar eine dritte vertragen, um sich zwischen Turn 10 und 11, also zwischen Ende Ascari und Anfang Parabolica, an den Gegner dran zu robben, weil auch die Start- und Zielgeraden jetzt nicht übertriebenst lang ist. Also da ging auf jeden Fall, aber ja, es ist jetzt schon so ein Top-Speed, man merkt es auch hier. Also ich finde, aber ehrlich gesagt, wirkt die Runde viel, viel schneller. Also man denkt sich so, das sind safe nur unter eine Minute und dann fährst du, das ist safe nur ein bisschen über eine Minute und dann fährt man wirklich hier eine 1:22 und 1:20. Das ist echt langsam, muss ich fast sagen, aber ist klar, die ganzen Schikanen bremsen das Ganze ein bisschen aus. Hier, ja, die ist echt sehr, sehr heimtückisch und links, das neigt auch immer dazu, links noch mehr zu gehen und noch weiter zu gehen, aber links kommst du dann immer ins Kiesbett. Das ist sehr traurig. Sadala!
Und das war eine Runde hier. Eine 1:20:6, sehr, sehr stabil und sehr, sehr optimistisch, dass wir das schaffen. Aber wir werden da auf keinen zweiten Run gehen. Oder doch? Fallen wir hin? Nein. Das ist unser zweiter Versuch. Hier geht es jetzt wieder in den zweiten Run rein. Also das ist Q2 natürlich. Und wir sind hier Full Speed dran. Ich habe doch, das ist der zweite Run. Ich bin nämlich mit den angefahrenen Reifen gefahren. Und wir müssen uns jetzt hier mit einem frischen... Oh, Alter, verbremst wie Sau hier in der ersten Kurve. Das sieht man aber auch oft. Normalerweise hören die eigentlich direkt auf nach dem Verbremsen. Aber ich habe keine Zeit mehr und muss jetzt alles geben. Eine Zehntel ist drin. Und ja, jetzt Parabolika. Wir haben eine Sekunde hier gut gemacht. Wir sind mit einem angefahrenen Satzreifen gefahren in Training 2. Und jetzt musste ich hier, das ist schon der zweite Versuch, hier in Training 2 nochmal mit einem frischen Satz rausgehen. Ich dachte mir, ich mache den Verstappen, aber das hat nicht ganz gereicht. Es reicht aber immerhin, dass wir hier uns fürs Q3 qualifiziert haben. Aber das war mir auch irgendwie klar, dass wir das ins Q3 schaffen könnten. Also oder werden. Auch Leclerc wird die besten Karten heute haben. Meine Prediction, ich weiß auch, wenn das Video vielleicht ein bisschen spät kommt, aber ich habe sie vor dem Rennen oder ja auch schon ja vor dem Rennen aufgenommen. Und das war Q2. Beide Ferraris in 1 und 2, das ist schon sehr gut. 3 Zehntel finde ich auch sehr toll. Schöner ja, Pflichtabstand. Und jetzt geht es hier in den finalen Run. Ich werde versuchen, 2 Runs zu fahren. Einmal mit dem angefahrenen und doch nicht. Ich habe mir dann doch entschieden, gleich einen frischen zu nehmen. Wir haben gesehen, das war ein Desaster mit dem angefahrenen. Das überschätzt man, da überschätzt man sich ein bisschen. Wie gesagt, mein Tipp für das Qualifying am Samstag in Monza ist auf jeden Fall, wie dass sich Leclerc die Pole holen wird. Und ja, zweiter und dritter wird auf jeden Fall interessant werden. Russell hat die Pace nicht. Ich denke, wir werden ja Überraschung sehen. Alonso vielleicht zweiter, Norrie oder Russell dritter, würde ich sagen. Aber ich sage Leclerc, Alonso und Norris. Leclerc, Alonso und mein dritter Platz ist Russell. Sattler. Aber jetzt geht's hier. Die erste Schikane haben wir halbwegs erwischt. Dann neige ich immer hier, mich raustreiben zu lassen, aber das sollte ich nicht. Sattler. Dann geht's Kurve 2, 3. Nein, das ist Kurve 4, 5 oder so. Sorry, es tut mir leid. Ich kenne mich mit den Kurven nicht so aus, weil ja der Knick auch als Kurve gerechnet wird und so weiter. Dann kommt Lesmo 1. Die ist ein bisschen tricky, die mag ich auch nicht, weil das Gras hier so schnell abrupt kommt. Und Lesmo 2, wie gesagt, vollen Schwung mitnehmen. Mache ich auch gerne hier, mich richtig auf den Körper rausdrücken und Full Speed raus beschleunigen. Und jetzt im Windschatten hier ein bisschen Windschatten. Mit ganz, ganz minimalen Windschatten reicht für Purple. Und Sektor 3, Ascari hier, toll durchgekommen. Sehr sauber rausbeschleunigen, ganzen Schwung mitgenommen. Ich hoffe, das war noch drauf mit dem linken Hinterreifen. Aber jetzt kommen wir hier, richtig fett Windschatten von dem Alpine vor uns. Bekommen wir hier schönen Windschatten. Blöd, dass der ein bisschen zu weit weg war. Das war ein nicht getimter Windschatten, den wir hier vielleicht ein bisschen abkassiert haben. Und das könnte eine perfekte Zeit werden. Eine Set 20.036, das ist echt. Für meine Verhältnisse ist das bombastisch hier in Monza. Also wirklich, Ricciardo, Albon, Ocon und Norris, das sind die Großen noch nicht gefahren. Letzte Kurve, gerade der Hamilton und davor, dann dahinter kommt noch ein Red Bull, noch ein Mercedes und noch ein Red Bull und mein Teamkollege, die kommen alle noch und jetzt gucken wir, nein, jetzt kommt hier eine dumme Situation, die mir hier passiert ist. Ich wollte nur beim Zurückfahren in die Box fahren, habe mir den Heckflügel beschädigt, aber wirklich aus, ich habe gesagt vorhin noch, Ascari 1 ist echt heimtückisch und das ist, dann ist es mir genau hier passiert, guckt euch das an. Ich wollte da nochmal ein bisschen mit Schwung, aber da geht gar nichts. Guckt euch das an, das war sehr, sehr dumm von mir gemacht. Ich komme da zu früh vielleicht aufs Gas. Ich wollte auch nochmal üben, ob da irgendwas drin ist, ob man da nochmal richtig drauf pressern kann. Aber das geht leider nicht mit dem angefahrenen Satzreifen, mit dem angefahrenen Reifensatz so. Aber das ist, I'm sorry, das tut mir leid. Ich habe da auch, kann noch vor Glück reden, dass es keine Strafe gab. Und wir können auch vor Glück reden, dass es, glaube ich, hält unsere Runde. Wir sind 4 Zehntel vor Lewis Hamilton und Checo Perez. Schaut gerne auf itz-tobi vorbei auf Instagram, auf TikTok und auch gerne auf it-gaming auf Instagram. Links nur alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich freue mich extrem auf morgen aufs Rennen. Wie gesagt, abonniert den Channel ganz kostenlos. Bis später auf TikTok oder morgen auf YouTube und ciao.